Werner machte keine Filme wie andere Leute, sondern er machte Experimentalfilme. Teilweise waren seine Experimente so richtig kindisch. Daraus entstehen dann Sachen, die man sich als Erwachsener eigentlich überhaupt nicht ausdenken kann. Watson Bock hat mich 1966 entdeckt. Was geschieht zwischen den Bildern? Ja, und das ist ja gar nichts, ne? Das ist das schwarze Bild, was alles wieder zuhält. Es gibt ja eine Oberhausener Mülheimer Schule, die du begründet hast. Unter anderem mit Schlingensief auf der einen Seite und Helge Schneider auf der Nebenseite. Der in der Moderne grassierende Begriff von Visual Arts im Grunde ist es zur Sammlung gekommen, indem ich reflektierte, was ist die kleinste Einheit der filmischen Information. Hier gibt es jetzt eine Forderung für die Bewegtbilder im 21. Jahrhundert. Es ist vieles noch gar nicht genutzt worden und deshalb muss man sie auf die Vorgeschichte beziehen, um etwas weiterzuentwickeln. Er hat zum Beispiel in seinem Film Ulysses 3000 Jahre Geschichte der Lichtbildnerei abgehandelt. Lichtschriftstellerei, dafür steht Nekes als erster Autor in Europa, na eigentlich in der ganzen Welt. Die Lust, das Bild zu sehen, was man sich erträumt hat.